Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird wieder von unserem Weihnachtskalender, also quasi unserem Engelbert Strauß Weihnachtskalender, ein neues Türchen geöffnet. Und heute, 3. Dezember, was machen wir dann natürlich auf? Natürlich das dritte Türchen. Ja, und da schauen wir doch mal, wo sich hier unser Türchen 3 verbirgt. Und hier drüben haben wir es schon mal. Hier ist es. Und das werden wir jetzt mal aufmachen. Mal aufdrehen. Oh, ups. So, geht's auf hier. Und schauen wir doch mal herein, was wir hier so drin haben. Und was sehen wir hier drin? Ein Langbit. Also ein Langbit in Schlitzform. Und das können wir jetzt schon mal herausholen hier. Zack, ist offen. Und jetzt haben wir es schon mal draußen. Also so schaut's aus. Wie ihr sehen könnt hier, so sieht's aus. Ja, und da haben wir jetzt schon, wenn wir das hier so betrachten, 5x Torque-Bits, eine 13er Ratschennuss hier und noch so ein Langbit hier. Also es nimmt langsam Form an, die ganze Geschichte. Ja, ich habe jetzt mein Studio schon etwas weihnachtlich eingerichtet, wie ihr sehen könnt. Und den einen oder anderen wird vielleicht was auffallen, was momentan sehr begehrt ist. Wenn ihr es entdeckt, dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare mit hineinschreiben. Und wenn ihr auch so gespannt seid, was im vierten Türchen sich versteckt an unserem Engelbert Strauß Weihnachtskalender, dann schaut ihr morgen wieder rein, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.